Liebe Spaßgesellschaft, ein wunderschönes Ahoi Ahoi oder besser gesagt Hola zu einer neuen Folge von Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Ihr seht, Mexican Miguel kommt vorbei und das ist doch mal direkt ein guter Start. Ich habe zwar Pause gedrückt, aber Rollercoaster Tycoon World denkt sich, nein, das ist mir egal, ob du Pause machst. Ich will jetzt einen Influencer vorbeischicken. Aber wenigstens ist es diesmal einer, der uns gefällt, der nämlich direkt sagt, hey, der Park gefällt mir. Und deswegen können wir dafür ruhig ein bisschen Dankbarkeit zeigen, ne? So, der Felsen hier, den schieben wir mal direkt in die Ecke. Ja, wie gesagt, nicht wundern, wir hören jetzt jeden Monat dieses Geräusch. So. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich keinen Winkel, aber dann ist mir eingefallen. Vision the Yeld. Moment, ach, wir müssen ein bisschen von... Nein, wir müssten vom Rand weg, okay. Wie nah kommen wir denn ran? So. Ja, komm, dann kommst du mal hier hin. Zack. So, ich würde sagen, wir machen den Weg dann doch mal wieder ein bisschen größer. Oh, jetzt habe ich das Geld dafür nicht. Doch, nein, doch. Ah. Komm schon. Give me the money. For this nice way. So. Machen wir hier schön eine Warteschlange. Wenn wir denn dafür das Geld zusammen bekämen. Ach, ja, guck an, da ist dieses sogenannte Geld, wo ich so viel von gehört habe. Keine 17 Dollar. Echt jetzt? Was ist denn jetzt hier auf einmal wieder abgesagt? Weil vorher, das war doch noch grün. Die Attraktionsvielfalt. Ja gut, ich brauche einfach mal eine neue Attraktion. Das stimmt schon. Und ich brauche auch bald mal eine Achterbahn. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir mal zeitnah da in die Pötte kommen. So, Mexican Miguel ist im Park und er ist schon unterwegs und er ist gleich da. Sehr schön. So, zack. Zack und zack. Komm schon. Hui. So, und auf mit dir. Eine schöne, sehr, schöne, beliebte Attraktion hier hinten. Und Mexican Miguel hat's gefallen. Wunderbar. Das gefällt uns doch auch. So, dann dürfen wir uns gleich über viele neue Parkbesucher freuen. So, und wir sehen, wir sind jetzt wieder in den grünen Bereich gerückt, denn wir haben eine Bewertung von über 700 bekommen. Hui! So. Was haben wir denn? Wir brauchen ja eine Achterbahn. Welche war das nochmal? Genau, war das Minijob, die so gut lief, oder? Ah ne, das war eine Looping-Achterbahn. Stimmt, Double Loop oder Single Loop. Ich glaube, Single Loop, die lief ganz gut. Wir bauen erstmal so noch ein paar weitere normale Attraktionen, damit wir da ein bisschen Grundlage haben. Alter, alles kaputt gerade. Unglaublich. Das schreit doch nach einem dritten Mechaniker. Oh, und das schreit hier nach ein paar Mülleimern. Sehe ich gerade, denn hier wird ein bisschen rumgemüllt und das finde ich nicht gut. Überraschenderweise. So. Was bauen wir als nächstes? Wir haben jetzt 1, 2, 3 spaßige Attraktionen, also 3 Nervenkitzel-Attraktionen und 4 zum Runterkommen. Wollen wir auf eine Achterbahn sparen? Oh, nee, wisst ihr was? Um die Einnahmen zu erhöhen, machen wir erstmal mehr Mampfbuden. Zum Beispiel hier hinten noch eine. Denn wir müssen ja auch erstmal gucken, dass das Geld soweit mitspielt. Eintritt können wir schon mal auf 20 hochgehen, würde ich sagen. Das sollten wir uns ohne Probleme erlauben können. Hier gehen wir auch schon mal ein bisschen hoch mit dem Geld. Hier auch. Na genau, jetzt kommen wir natürlich alle erstmal hier hinten hin.
Ich muss hier noch ein bisschen mehr ausbauen, dass einfach mehr Attraktionen hier auf dem Weg noch liegen. So. Ja, och ey, es fängt schon an, mich zu nerven, dezent, dieses Geräusch hier. Hm, die minimalen Parkeinnahmen haben wir schon fast. Attraktionseinnahmen brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich glaube, das müssen wir immer in einem Monat schaffen, ne? Ja, egal. Wir kriegen das schon alles früher oder später hin. Da bin ich ziemlich optimistisch. Ja, wir könnten auch mal eben hier diese Rutsche aufstellen. Kriegen wir die irgendwie noch hier reingebobbelt? Muss mal schauen. Ich befürchte nicht, ohne was abzureißen. Na, nicht wirklich. Na gut. Sei es drum. Können wir natürlich einfach hier oben hinstellen. Aber das nimmt mir so, glaube ich, ein bisschen zu viel Platz weg. Die sollten wir, wenn, dann drehen. Ja, machen wir es doch so. Komm, warum nicht? So. Zack, auf mit dir. Machen wir direkt 1,75. Wir wissen ja, wie beliebt du sein wirst. So, und ich muss sagen, einnahmentechnisch läuft es ja jetzt so langsam, aber sicher. Sekunde, hier natürlich noch den Wartungsintervall mal wieder runterschrauben. So, hier können wir auch locker, flockig 2 Dollar verlangen. So, jetzt die große Quizfrage. Was baue ich für eine Achterbahn? Wir müssen 2 Achterbahnen bauen mit 6,3, eine mit Minimalgeschwindigkeit 95 km/h und eine Flügelachterbahn. Was ist eigentlich die Flügelachterbahn? Ach hier, Wing Coaster. Holzhari kommt. Oh, haben wir eine Holzachterbahn auf Lager, die günstig ist? Ja, die hier einigermaßen, aber... Wollen wir es so drauf anlegen, dass wir Holzhari zufriedenstellen, oder sollen wir sagen, das ist uns jetzt gerade egal, wir bauen das, was wir für richtig halten, womit wir die Hauptziele erreichen? Ich würde sagen, da es bei höherer Bekanntheitsstufe mit mehr Einwohner hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit mehr Parkbesuchern ja immer sehr stark ruckelt, ist mir Holzhari jetzt erstmal getrost egal und ich kümmere mich mehr um die anderen Ziele hier. Also um die Hauptziele, ne? Dazu brauchen wir mehr Läden, stelle ich gerade erschreckend fest. Zum Beispiel ein echt bärig, der hier hinten hinkommt. Gab es hier noch irgendwen, der hier bei Ballonkumpel oder sowas haben wollte, einen Influencer? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Dann machen wir doch noch ein Salatbütchen da hinten hin. Für mehr Mampf, verlorene Mampf, kein Kampf, ihr kennt's ja. Mein Gott, das Klo rechnet sich ja leider gar nicht. Ich werde aber hier hinten gleich noch ein weiteres Klo hinmachen. Dass sie immer alle erst zurückrennen müssen und dann unterwegs kein Geld ausgeben. Die sollen natürlich schnell ihre Notdurft verrechnen, damit sie schnell wieder anfangen können, in Attraktionen zu gehen und Geld auszugeben. Ja, da bin ich ganz Kapitalist. Perfekt. Tja, was alles in so eine kleine Lücke geht. Moment, gehe ich jetzt hier gerade hoch? Nee, das will ich doch gar nicht. So, wie nah kommen wir ran? So. Perfekt. Also, dann basteln wir den Ausgang noch dran. Zack. Und eine weitere Attraktion steht. Ich glaube, die braucht noch ein bisschen Deko. Wo haben wir denn nochmal hier die Böller? Die ganzen Feuerwerkssachen und so. Ah, genau hier. Ja, ich würde sagen, wir machen hier ein paar Ballongeräte hin. Weil der Ballongerät macht Ballons schweißfrei.
Und schon sind wir auf 2,0. Schön. Echt jetzt? Die Rutsche steht gerade mal ein paar Minuten, hat noch 94% Zuverlässigkeit und ist schon kaputt. Oh Mann. Gut, das zeigt mir mal wieder, wir brauchen bald weitere Handwerker, die sich darum kümmern. Denn wir sehen, die Attraktionsqualität lässt leider zu wünschen übrig und auch die Vielfalt. Die Vielfalt, das hängt aber vor allem damit zusammen, dass wir noch keine Achterbahn haben. Und ich glaube, darauf sollten wir so langsam aber sicher mal ein bisschen mehr den Fokus legen. Als auf x-beliebige Attraktionen von irgendwas. Oh, ich brauche hier dringend echt ein Klo. Die Leute fangen schon an, hier hinzupieseln. Das ist nicht schön. Da würde ich sagen, komm, mach ich mal hier hinten. Mach ich da das Klo hin. Zack. Könnte auch mal hinten strullen. Oh, warum sind die hier jetzt auf einmal alle weggegangen? War denn jetzt auf einmal der Preis doch zu hoch oder was? Naja, egal. Ja, ich weiß, ich habe das Ziel erreicht. Beziehungsweise wir haben das Ziel erreicht hier unten. Hui! Zeit für eine zweite Reinigungskraft. Die eine scheint ja nicht mehr hinterher zu kommen. Ich überlege gerade, ob ich ein Darlehen aufnehmen will, damit wir endlich mal mit der Achterbahn hier vorankommen. Noch habe ich mich nicht hundertprozentig dafür entschieden. Soll ich nicht? Ah, meine Einnahmen sind jetzt noch nicht so brutal hoch und ich werde tatsächlich auch einen Influencer verprellen. Ach komm, was soll der Geiz? Wir machen's. Zack, her mit dem Darlehen. Und her mit dem Single Loop. Moment, wo kriegen wir dich hingebobbelt? Muss einfach wegen der Höhe gucken, weil wir sind ja gerade irgendwie brutal zu hoch. Ich hätte dich schon gern auf Höhe 0, wenn es geht. Wenn es irgendwie machbar wäre. Ja, hier hinten. Ja, komm, dann stellen wir dich doch mal direkt dahin. Zack. So, und? What? Nur 5,4? Warum denn noch nicht 6,3? Ich dachte, wir hatten dich hier ein bisschen getuned, was Begeisterung angeht. Aber gut, vielleicht fehlt auch noch ein bisschen Dekoration. Stellen wir hier unten ein paar Scheinwerfer auf, die die ganze Achterbahn ein bisschen mehr ins rechte Licht rücken. Ah, 7,0, sehr schön. Nur mit ein bisschen Beleuchtung. Und da haben wir schon unsere erste Achterbahn. Hui! Schönes Ding. Oh, nicht eine Stunde. So, was hast du denn? 76 km/h, das ist nicht schnell genug. Wir brauchen 95, okay. Wir brauchen eine... Ah, wisst ihr was, wir brauchen jetzt... Sollen wir noch den Schleudergang eben aufstellen für den guten Holzharry? Dass der zufrieden ist, wenn er reinkommt? Ja, machen wir so. Sü. Hallo? Ah, ihr seht... Seht schon, das fängt schon gut an. Ihr habt jetzt gerade den Ruckler mitbekommen. Das war nämlich genau das, was ich meinte, von wegen, dass das dazu führen kann, wenn man ein Ziel erreicht hat und der dann immer dieses Geräusch macht, dass das Spiel dann abschmiert. Das will ich natürlich tunlichst vermeiden. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt. Also drückt uns die Daumen, dass das nicht passieren wird. So, die Attraktionsvielfalt ist mit 2 neuen Achterbahnen deutlich in die Höhe geschnellt. Das ist schön. Jetzt haben wir leider noch nicht mehr Geld für ein weiteres Bütchen. So, jetzt verlassen wir uns erstmal wie immer ein paar
Besucher. Also das heißt wie immer, ne? Weil wir den guten Holzhari nicht zufriedengestellt haben, verlassen uns jetzt einige Leute. Das ist aber jetzt nicht so furchtbar schlimm. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass ständig irgendwas kaputt ist. Und ich sollte deswegen mal zeitnah die große Mechanikerbude aufstellen. Aber wir müssen erstmal auch hier hinten noch gleich weitere Attraktionen bauen und mehr Achterbahn vor allem. Und ja, wir haben zwar viel Fläche, aber ihr habt ja schon gesehen, beziehungsweise wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn man seine Attraktion über die komplette Fläche verteilt. Nämlich, dass keiner mehr hinkommt und so, weil die einfach nur die ganze Zeit damit beschäftigt sind, die Wege entlang zu latschen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und da ist wieder der Ruckler. Das ist echt Mist. Ich sehe gerade nur eine Möglichkeit. Ich muss mal hier das schließen, weil ich habe keinen Bock, dass das Spiel abschmiert. Nur weil ich hier dieses Ziel immer wieder schaffe. Das ist leider auch eine Sache, die sehr buganfällig ist. Deswegen, ich glaube, ich werde meinen Fokus mehr darauf legen, die Hauptziele zu machen. Ich ignoriere jetzt mal komplett hier hinten diese Ziele. Weil ich will die Mission schnell fertig kriegen, sonst wird das Spiel vermutlich jeden Monat, läuft das Spiel dann Gefahr abzustürzen. Was mich daran erinnert, ich sollte einmal abspeichern. So. Also ich hoffe einfach, dass es nicht abstürzen wird, aber ihr seht ja, ne, da kommt immer so ein kleiner Ruckler rein und da kommt Hyper Hugo. Leider ist das eine Looping-Achterbahn und keine Hyper-Achterbahn. Egal, Karl. Warum bist du so angefressen? Du hast Hunger! Oh, ey. Dann geh doch hier, du magst doch mexikanisches Essen, dann komm doch vorbei und mampf uns alles weg. Also ich hoffe zumindest, dass das jetzt klappt, wenn ich jetzt sage, ich produziere ja einmal bewusst Müll und also ich mache den Müll einfach nicht mehr leer. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie wir es gerne hätten, beziehungsweise wie es geplant ist. Wissen tun wir es nicht. Ist jetzt nur ein Schuss ins Blaue. So, wir könnten nochmal hier ein Taco-Bütchen hinstellen. Und da ist wieder der Ruckler. Es ist echt zum Mäusemelken. Und das alles nur, weil ich ein Ziel erreicht habe. Das ist wieder so eine Sache, die mich einfach nur aufregt. Die einfach nicht sein muss. Es muss doch einfach nicht sein, dass der jedes Mal hier durchdreht. Und ihr seht ja, es wird immer schlimmer. Der Ruckler dauert immer länger. Okay, wisst ihr was? Wir suchen uns mal einen schönen Punkt fürs Abschlussbild. Ja, das ist doch schön. So, ihr Lieben, dann werde ich das nämlich... okay, schön ist natürlich nicht, dass hier so viele Schraubenschlüssel sind, aber das kriegen wir auf jeden Fall gedeichselt. Ihr Lieben, ich mache jetzt ein Minütchen früher meinen Cut. Ich werde mal das Spiel neu starten, mal gucken, ob es dann besser wird mit den Rucklern, wenn ich das Ziel geschafft habe. Ansonsten hoffe ich, dass das mit dem Ich müll meinen Park zu funktioniert und dass dann nicht immer wieder dieser Soundeffekt kommt. Aber egal. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski.